Hallo, da bin ich wieder. Und solange wie Sport im Zentrum noch nicht möglich ist, begleite ich Sie gerne bei Ihren Sportübungen zu Hause. Wir beginnen auch gleich mit der ersten Übung. Und zwar stellen wir uns locker hin. Wer nicht stehen kann, weiß wie immer, setzt sich auf den Stuhl. Die meisten Übungen sind so, dass sie auf dem Stuhl oder im Stehen durchgeführt werden können. So, wir stellen uns so hin, dass die Hüftbreite auseinander, in der Mitte passt ungefähr noch ein Fuß dazwischen und wir fangen an ganz locker auf die Zehen, immer wechselseitig nach oben. So, erstmal ganz locker, dass wir reinkommen und dann nehmen wir die Arme dazu, immer im Wechsel, eine Hand nach vorne und dann die andere und ich beginne zu zählen. Achtung und eins, Wechsel, zwei, Wechsel. 3, Wechsel. 4, Wechsel. 5, Wechsel. 6, Wechsel. 7, Wechsel. 8, Wechsel. 9, Wechsel. 10, Wechsel. 11, Wechsel. Und Nummer 12 und Wechsel und ab. Wieder schön Luft holen, schön lockern. Bitte dran denken, zwischendurch immer schön gleichmäßig weiteratmen. So, nun kommen wir zur zweiten Übung. Und zwar nehmen wir ein Bein dran und die Hand dazu nach oben. Wer wackelt, lässt den Fuß bitte unten. Wer sagt, ich stehe sicher, kann den Fuß ruhig auch oben lassen. Und wieder zur Seite, leichte Grätschstellung dabei. Und dann wechseln andere Seite. Und wieder zurück. Das gleiche geht natürlich im Sitzen. Leicht gegrätscht hinsetzen, Bein nach oben und ab und wechseln und ab. So, ich zeige es im Stehen vor, also leicht gegrätscht hinstellen. Wir nehmen jetzt mal das gleiche Bein mit dem gleichen Arm nach oben. Achtung und eins und seit. Wechsel, seit. Zwei, seit. Wechsel, seit. 3, seit. Wechsel, seit. 4, seit. Wechsel, seit. 5, seit. Wechsel, seit. 6, seit. Wechsel, seit. 7, seit. Wechsel, seit. Nummer 8, seit. Wechsel, seit. 9, seit. Wechsel, seit. Nummer 10, seit. Wechsel, seit. Nummer 11, zur Seite. Wechseln, zur Seite. Und das letzte Mal. Und seit, wechseln und seit. Und wieder schön lockern und ausschütteln. Die nächste Übung zeige ich mal im Sitzen, aber wer stehen möchte, kann natürlich gerne in leicht gegrätschter Position stehen bleiben. So, also Füße leicht gegrätscht. Und wir nehmen den linken Arm nach oben und gucken dabei aber so weit wie es geht nach rechts. Schön zur Seite drehen, wieder zurück. Wechseln zur anderen Seite und wieder zurück. Achtung und eins und rück. Wechseln, zurück. Zwei, rück. Wechseln, rück. Drei, rück. Wechsel, rück. Vier, rück. Wechsel, rück. 5, rück. Wechsel, rück. Nummer 6, zurück. Wechsel, zurück. Nummer 7, rück. Wechsel, rück. Nummer 8, rück. Wechsel, rück. Nummer 9, rück. Wechsel, rück. Nummer 10, rück. Wechsel,
Rück. Nummer 11, Rück. Wechsel, Rück. Und die letzten beiden. Und ab. Wechseln und ab. Und wieder schön lockern, ausschütteln und immer zwischendurch Luft holen, nicht vergessen. So, die nächste Übung zeige ich gleich im Sitzen und zeige sie dann nochmal im Stehen. Und zwar, wir setzen uns so hin, dass die Füße parallel nebeneinander sind und nehmen den linken Arm zur Seite, wenn das rechte Bein leicht zur Seite geht. Gucken dabei geradeaus, wieder zurück und dann wechseln andere Seite und wieder zurück. Jetzt zeige ich die Übung im Stehen. Da gibt es wieder die Unterschiede. Wer wackelig ist, bleibt bitte, lässt immer beide Füße auf dem Boden, also den Fuß zur Seite nehmen, aber aufstellen. Oder wer recht gut noch auf einem Bein stehen kann, kann auch gerne ein Bein oben lassen und wieder zurück und wechseln und zurück. Achtung, wir beginnen. Und 1 und ab. Wechsel, ab. 2, ab, wechsel, ab, 3, ab, wechsel, ab, 4, ab, wechsel, ab, 5, ab, wechsel, ab, 6, ab, wechsel, ab, 7, ab, wechsel, ab, Nummer 8, ab, wechsel, ab, Nummer 9, ab, wechsel, ab, Nummer 10, ab, wechsel, ab, Nummer 11, zurück, wechsel, zurück und Nummer 12, zurück und wechsel, zurück und wieder schön lockern, ausschütteln und wieder schön Luft holen. Die nächste Übung geht genauso wieder im Sitzen, ich zeige sie im Stehen. Und zwar nehmen Sie die Arme schön weit zur Seite, so weit wie es geht, weit öffnen, Handflächen dabei nach vorne. Und dann Arme nach unten und dabei, ich zeige es mal seitlich, so richtig schön einen runden Buckel ziehen, wie so ein Katzenbuckel. Und wieder beim Öffnen weit nach hinten öffnen. So, Achtung, schön immer leicht gekrätscht stehen bleiben, dann stehen Sie am stabilsten. Achtung und 1 und Katzenbuckel. 2 und Katzenbuckel. 3, Katzenbuckel. 4, Katzenbuckel. 5, Katzenbuckel. 6, Katzenbuckel. 7, Katzenbuckel. Nummer 8, Katzenbuckel. Nummer 9 und schön rund den Rücken. Nummer 10, schön runden Rücken. Nummer 11, rund den Rücken. Und Nummer 12 und wieder den Rücken schön rund. Und dann die Schultern wieder nach hinten nehmen und schön lockern. So, die nächste Übung, wir stellen uns so hüftbreit hin und nehmen die Arme so wie, also leicht angewinkelt, ziehen die nach hinten, wenn wir einen Schritt nach vorne gehen. Schön weit nach hinten ziehen und wieder zurück. Wechseln andere Seite und wieder zurück. Auch die Übung geht im Sitzen. Dann nehmen wir den Fuß nur ein Stück vor, beim Fuß vor, dabei schön nach hinten ziehen, zurück und wechsel, zurück. So, ich mache sie im Stehen. So, aufpassen, dass sie nicht ausrutschen. Achtung und nach hinten ziehen die Arme
und zurück. Wechsel, zurück. Zwei, rück. Wechsel, rück. Drei, rück. Wechsel, rück. Vier, rück. Wechsel, rück. Fünf, rück. Wechsel, rück. Sechs, rück. Wechsel, rück. Sieben, rück. Wechsel, rück. Nummer acht, rück. Wechsel, rück. Nummer neun, rück. Wechsel, rück. Nummer zehn, ran. Wechsel. Nummer 11 und Wechsel. Und das letzte Mal, Nummer 12, schön nach hinten ziehen und noch einmal schön nach hinten und wieder schön lockern, ausschütteln und tief Luft holen. So, bei der nächsten Übung stellen wir uns leicht in die Grätsche und wir verkreuzen die Arme, wenn ein Fuß auch nach hinten geht und wieder zurück. Also wir starten, Achtung, und eins und rück, Wechsel, rück, zwei, rück, Wechsel, rück, drei, rück, Wechsel, rück, vier, rück, Wechsel, rück, fünf, rück. Wechsel, rück. Sechs, rück. Wechsel, rück. Sieben, rück. Wechsel, rück. Nummer acht, rück. Wechsel, rück. Nummer neun, zurück. Wechsel, zurück. Nummer 10, rück. Wechsel, rück. Nummer 11, zurück. Wechsel, zurück. Und Nummer 12, zurück. Und das letzte Mal, zurück. Und wieder schön lockern, ausschütteln. Holen Sie nochmal richtig tief Luft, weil als nächstes machen wir wieder eine Übung, so ein bisschen für die Ausdauer. Und zwar, linkes Bein mit rechter Hand. Bein geht nach vorne, Arm geht nach drüben. Nach vorne und trapp, trapp, trapp. Wechsel und trapp, trapp, trapp. Das gleiche geht natürlich im Sitzen. Dabei nehmen wir den Fuß nur ein Stück vor, also rück und trapp, trapp, trapp. Wechsel und trapp, trapp, trapp. Ich bleibe gleich mal sitzen. Und wir starten. Achtung und eins und trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Zwei, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Drei, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Vier, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Fünf, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Nummer sechs, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Sieben, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Acht, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Neun, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Zehn, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Elf, trapp, trapp, trapp. Wechsel, trapp, trapp, trapp. Und die letzte, zwölf. Trapp, trapp, trapp und Wechsel. Und trapp, trapp, trapp.
Und wieder schön lockern und das Atmen nicht vergessen. Zur nächsten Übung, da dehnen wir uns mal wieder schön an der Seite. Und zwar nehmen wir die Arme über den Kopf, dehnen uns weit zur Seite und gucken zu der Seite, zu der wir uns hindrehen. Und wieder zurück. Und wechsel und zurück. Wer die Arme nicht über den Kopf gibt, kriegt, ich weiß, da gibt es einige, entweder hier zur Seite lassen und trotzdem so zur Seite drehen oder halt den Arm ganz unten lassen. Nee, aber hier vorne lang, weil dann machen wir meistens auch eine falsche Bewegung. Also entweder über den Kopf, so, oder den Arm unten lassen, dann trotzdem zur Seite gucken und wieder zurück. Ich mache sie wieder im Stehen, geht natürlich genauso, leicht gekrätscht. Achtung und eins und zurück. Wechsel, zurück. Zwei, zurück. Wechsel, zurück. Drei, zurück. Wechsel, zurück. Vier, zurück. Wechsel, zurück. Fünf, zurück. Wechsel, zurück. Nummer sechs, zurück. Wechsel, zurück. Sieben, zurück. Wechsel, zurück. Nummer acht, zurück. Wechsel, zurück. Nummer 9, zurück. Wechsel, zurück. Nummer 10, zurück. Wechsel, zurück. Nummer 11, zurück. Wechsel, zurück. Und Nummer 12, zurück. Und wechsel und zurück. Und wieder schön lockern, ausschütteln. Und die nächste Übung zeige ich im Sitzen. Aber diesmal machen wir was Besonderes. Es ist ja nun schon die 9. Serie, glaube ich. Und zwar, wer wieder hochkommt, der darf sich jetzt auch auf den Teppich legen oder sie legen ein Handtuch drunter. Und da kann die Übung auch im Liegen machen. Aber bitte nur diejenigen, die wieder hochkommen. Ich kann jetzt nie zum Telefon gehen und zu allen zu Besuch kommen, die ich wieder hochziehen muss. Also, so, bitte hinlegen oder sitzen bleiben und ich erkläre die Übung. Und zwar, wir nehmen wechselseitig die linke Hand zum rechten Bein und immer im Wechsel. Die Übung kennen Sie, geht aber genau im Liegen. Also hinlegen, die Beine dabei anstellen und dann wechselseitig rechte Hand zum linken Bein, linke Hand zum rechten Bein. Achtung und eins und wechsel. Zwei und wechsel. Drei und wechsel. Vier, wechsel. Fünf, wechsel. Sechs, wechsel. Sieben, wechsel. Acht, wechsel. Neun, wechsel. Zehn, wechsel. Elf, wechsel. Nummer zwölf, wechsel. Und wieder schön lockern und ausschütteln. Die nächste Übung machen wir genauso, also entweder im Sitzen oder wer gerade unten auf dem Teppich sich befindet, darf auch liegen bleiben. Wir nehmen die Hand und gehen ein Stück mit dem Oberkörper nach vorne und schieben schön schräg zur Seite. Wieder zurück und schön schräg zur Seite ziehen und wieder zurück. Für diejenigen, die gerade auf dem Teppich liegen, Füße wieder angestellt lassen,
Eine Hand bleibt neben dem Körper liegen und mit der anderen ziehen wir schräg nach oben und versuchen dabei, die Schulter etwas abzuheben vom Körper. Lassen Sie aber ruhig den Kopf liegen, für das Genick wird es sonst zu anstrengend. Also nur die Schulter und den Arm ein bisschen rüberziehen, wieder zurück und dann die andere Seite. Achtung und eins, schön Rücken gerade lassen und Wechsel. Nummer zwei und Wechsel. Nummer drei und Wechsel. Nummer vier und Wechsel. Nummer fünf und Wechsel. Nummer sechs und Wechsel. Nummer sieben, Wechsel. Nummer acht, Wechsel. Nummer neun, Wechsel. Nummer zehn, Wechsel. Nummer elf, Wechsel. Und die letzte, Nummer 12 und Wechsel. Und wieder schön lockern, ausschütteln, tief ein- und ausatmen. Und wir strecken uns nochmal weit nach oben, richtig schön rausstrecken. Lang machen, ganz, ganz lang nach oben. Ganz weit ziehen und wieder locker lassen. So, das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht und viel Spaß bei den Übungen.